Heutzutage sieht man unheimlich viele einzigartige Fahrzeuge auf der Straße. Heute geht es um 12 ungewöhnliche und auffällige Trucks, die aus der Masse herausstechen. Futuria. Der erste Truck auf unserer Liste ist Futuria, der die Messlatte für unsere herausragenden Trucks legt. Obwohl der Wagen dank seiner 200 PS und dem Vierzylindermotor perfekt für lange Strecken geeignet ist, ist es gleichzeitig auch ein Luxuswagen. Der Truck funktioniert nämlich wie ein richtiges Wohnmobil. Mit seinen 13 Meter Länge enthält Futuria ganze 32 Quadratmeter Wohnraum. Dazu zählen sogar Möbel für das truckeigene Schlafzimmer, eine voll ausgebaute Küche und ein Unterhaltungsraum. Das ist allerdings noch nicht alles, was der LKW zu bieten hat. Futuria bietet dir außerdem genügend Stauraum, um einen zusätzlichen Luxuswagen im Inneren zu verstauen. Jeder, der also einen dieser Trucks besitzt, kann unterwegs zusätzlich noch ein wendigeres Fahrzeug mitnehmen. Zum krönenden Abschluss hat Futuria sogar noch eine Terrasse, sodass es nicht nur ein idealer zweiter Wohnraum ist, sondern Freunden auf einer langen Fahrt garantiert nicht langweilig wird. Der Truck ist also mehr als nur ein einfaches Fahrzeug für LKW-Fahrer. Er ist gleichzeitig noch ein luxuriöses Wohnmobil, mit dem lange Fahrten gleich sehr viel angenehmer werden. Iron Knight Truck. Weiter geht es mit einem Fahrzeug von Volvo, das lange Fahrten durch das Land ziemlich verkürzen kann. Zumindest theoretisch. Der Truck ist nämlich noch nicht auf der Straße unterwegs. Volvo will allerdings, dass der Iron Knight Truck, der momentan noch getestet wird, später einmal für seine Rekordgeschwindigkeit bekannt wird. Das Unternehmen ist sogar so weit gegangen, dass es zum Beweis, dass ein großer Truck auch schnell sein kann, sogar die Geschwindigkeitsrekorde seines eigenen Landes gebrochen hat. Der Iron Knight hat ganze 2400 PS und damit 600 PS mehr als Volvos zuletzt designter Truck namens Mean Green. Volvo hat außerdem die Performance des Motors optimiert, sodass der Fahrer des Iron Knight 6000 Einheiten Drehmoment erhält. Kommen wir zu den wirklich wichtigen Informationen. Wie schnell ist der Iron Knight denn jetzt eigentlich genau? Das riesige LKW-Monstrum schafft es in nur 4,6 Sekunden auf 100 km/h. Das ist aber nur der Anfang. In nur 13,7 Sekunden kann der Iron Knight ganze 100 Meter zurücklegen und der Geschwindigkeitsrekord des Fahrzeugs liegt bei einer konstanten Geschwindigkeit von 131,29 km/h. Das ist doch mal wirklich ein leistungsfähiger Truck, der für die Geschwindigkeit keine Kompromisse mit der Größe eingeht. Mike Harris Super Truck. Obwohl das ein Fahrzeug ist, mit dem sich andere nur schwer messen können, könnte Mike Harris Super Truck der Aufgabe gewachsen sein. Big Mike Harris wohnt in Lake Havasu City in Arizona und hat viele Jahre damit verbracht, Shows zu besuchen, um seine bearbeiteten Trucks zur Schau zu stellen. Seine neueste Kreation wird ganz einfach als Supertruck bezeichnet. Der Truck basiert auf dem Fahrgestell eines Peterbilt Trucks. Die Ähnlichkeit der beiden Fahrzeuge und ihres Fahrgestells ist wirklich verblüffend. Der Supertruck wird mit 24 Zylindern betrieben und hat 12 GMC Supercharger, die mit dem Motor verbunden sind. Findest du das schon beeindruckend, dann solltest du dir mal den zusätzlichen V24 Zweitaktmotor des Trucks ansehen, der normalerweise für Motorboote verwendet wird. Insgesamt produziert der Truck 1704 CI und hat 3400 PS. Er hat außerdem einen Ansaugkrümmer von einer Tonne und ist allgemein wirklich rundum einzigartig. Obwohl Big Mike Supertruck immer noch seine Premiere auf den öffentlichen Straßen geben muss, wurde er von seinem Erfinder schon zahlreichen Zuschauern vorgeführt, um seinen mechanischen Erfindungsreichtum zur Schau zu stellen. Thor ET1. Unser nächstes Fahrzeug ist nicht für seine Leistungsstärke, sondern für seine Fähigkeit, die Umwelt zu schützen, bekannt. Der Thor ET1 ist das erste Fahrzeug seiner Art. Ein Elektro-LKW, der erneuerbare Energie nutzt und dafür nicht seine Leistungsstärke einbüßt. Wie viele kleinere Elektroautos benötigt der ET1 eine Steckdose, um vernünftig zu laufen. Pro Ladung kann der Truck 480 Kilometer zurücklegen, was ungefähr so viel wie bei einem herkömmlichen Dieseltruck ist. Die Höchstgeschwindigkeit des Thor ET1 liegt bei 110 km/h, damit die Fahrer des Unternehmens die Geschwindigkeitsvorschriften einhalten. Am wichtigsten ist allerdings, dass der Thor ET1 36 Tonnen an Gütern transportieren kann, was bedeutet, dass LKW-Fahrer, die für ihren Lebensunterhalt durchs Land fahren, für die Elektroeffizienz keine Leistung einbüßen müssen. Midnight Rider Truck Limousine. Wie wäre es mit einem Truck, der einen anderen Rekord aufstellen kann, der mal nicht für seine Geschwindigkeit oder seine Energieeffizienz ist? Für einen einzigartigen Truck der ganz anderen Sorte lohnt es sich, einen Blick auf den Midnight Rider zu werfen. Dieser Truck gilt unter seinen Entwicklern und im Guinness-Buch der Rekorde als die schwerste Limousine der Welt. Zumindest seit 2010. Der Midnight Rider wiegt ca. 25,5 Tonnen.
Mit einer Länge von 21 Metern, einer Höhe von 12 Metern und einer Breite von 2,4 Metern ist dieses Gewicht ziemlich gut verteilt. Trotzdem ist der Truck natürlich unheimlich massiv. Seine Besitzerin Pamela Bartholomew ist verständlicherweise sehr stolz auf ihr Fahrzeug und sie und die Bartholomew Crew haben für seine Entwicklung ganze 7 Jahre gebraucht. Laut ihnen bestand das Ziel darin, einen LKW zu bauen, mit dem die Menschen wieder langsamer und in größeren Gruppen reisen können, wie damals zur Zeit der westlichen Expansion der Vereinigten Staaten, als noch Züge das Haupttransportmittel im Land waren. Zum Betrieb erfordert der Midnight Rider ein Team aus 5 Personen und er kann bis zu 40 Personen gleichzeitig transportieren. Seine 22 Räder werden mit 440 PS betrieben. Obwohl es vielleicht nicht der schnellste Truck der heutigen Zeit ist, ist es mit Sicherheit der riesigste, womit er sich von anderen Modellen der Luxusklasse deutlich unterscheidet. Der russische König der Straße. In Hinsicht auf Trucks haben wir schon viele interessante Entwicklungen gesehen. Dieser Truck in Russland sticht aber wirklich aus der Masse heraus. Der Truck, The Russian King, ist eigentlich eher weniger ein Truck und vielmehr ein Panzer. Er sieht nämlich wirklich absolut nicht wie amerikanische LKWs aus und kann selbst durch Wasser fahren, wodurch er sehr viel vielseitiger als die Fahrzeuge ist, die uns normalerweise auf den Highways begegnen. Durch seine riesigen Rollen ist es sogar sehr viel wahrscheinlicher, dass man den Russian King Offroad antrifft. Der Truck hat 4 separate Windschutzscheiben und kann mehr als 2 Anhänger ziehen. Auch wenn es vielleicht nicht der konventionellste Truck ist, hebt sich der Russian King von den anderen Fahrzeugen auf unserer Liste als wirklich einzigartiges Fahrzeug ab. Japanische Monster. Für LKWs, die etwas außergewöhnlicher sind, kannst du dir den japanischen Dekotara ansehen. Das mobile Kunstwerk ist voller, und wir meinen wirklich voller, LED-Lichter, kreativer Metallarbeiten, Graffiti und einzigartigen Designs. Die LKWs sind eher weniger zum Fahren gedacht und gelten für viele eher als kreative Leinwand, die Künstler nach Herzenslaune gestalten können. Die Priorität des Dekotara scheint dabei die leuchtenden Farben und der generelle Überschuss zu sein, wobei die Designs die persönlichen Interessen, Glaubensgrundsätze und Werte des jeweiligen Künstlers widerspiegeln. Selbstfahrende LKWs. Viele von uns sind mit dem Glauben aufgewachsen, dass es in Zukunft fliegende Autos, die vielleicht auch noch selbstfahrend sind, geben wird. Heute ist diese Vorstellung Realität geworden. Mercedes-Benz und Uber beschäftigen sich schon länger mit selbstfahrenden Autos und LKWs. Mercedes will seine selbstfahrenden LKWs 2025 mit einem Control-Panel anbieten, das sich direkt neben dem Lenkrad befindet. Mit ihm soll der Fahrer das Fahrzeug manuell bedienen können, falls die künstliche Intelligenz hinter der Maschine ein wenig Hilfe brauchen sollte. Uber arbeitet bereits seit 2016 mit selbstfahrenden LKWs, als der erste seiner Art 50.000 Bierdosen im ganzen Land auslieferte. Die selbstfahrenden LKWs bieten der LKW-Branche eine großartige Möglichkeit, um mit dem heutigen Fahrermangel fertig zu werden und gleichzeitig all unsere Science-Fiction-Träume wahr werden zu lassen. Dodge Power Wagon. Der Regenbogenscheich in Dubai besitzt eines der einzigartigsten Autos der Welt. Hamad bin Hamdan Al Nahyan ist ein echter Offroad-Enthusiast, der seine eigenen Autos produziert, aber auch eine Vorliebe für den Dodge Power Wagon hat. Der Dodge Power Wagon ist ein ziemlich gewöhnliches Auto, das in den 1950ern auf den Markt gekommen ist. Obwohl das Auto nicht allzu außergewöhnlich ist, ist es das Monument, das der Regenbogenscheich ihm zu Ehren angefertigt hat, allerdings schon. Die Maße des Monuments sind atemberaubend und machen den ansonsten recht langweiligen Dodge Power Wagon zu einem der herausragendsten LKWs in der Welt der ungewöhnlichen Fahrzeuge. Sin City Hustler. Kehren wir in die Welt der Rekorde zurück, dann können wir uns auch den längsten Monster Truck der Welt namens Sin City Hustler ansehen. Dieser Monster Truck wurde von der Familie Campbell entwickelt. Eine Familie von Monster Truck-Fahrern im Ruhestand, die ein riesiges, leistungsstarkes Fahrzeug ihr eigen nennen wollte. Der Sin City Hustler basiert auf dem Fahrgestell einer Limousine und ist 10 Meter lang, wodurch er mehr als 12 Personen transportieren kann. Der einzigartige Truck wurde von Brad Campbell und einem seiner Freunde über 15 Monate zu Hause hergestellt. Seine Größe ist unter kommerziell hergestellten Fahrzeugen nicht erhältlich. Die längsten LKWs der Welt. Der Sin City Hustler könnte allerdings Konkurrenz um den Titel des längsten Trucks der Welt haben. Auf YouTube gibt es nämlich ein Video von King One, das einen australischen Monster Truck zeigt, dessen Name nicht genannt wird und der mit ihm auch sonst nichts weiter zu tun hat. Gezeigt wird, wie der Truck mehrere Anhänger zieht und wirklich jede Menge Ladung transportiert. Auch wenn es wirklich nur wenige Informationen zu diesem Fahrzeug gibt, ist klar, dass es Trucks auf der Welt gibt, die die Behauptung der Campbells, ihr Auto wäre der längste Monster Truck der Welt, absolut in Frage stellen können. Aftershock. Der letzte Punkt auf unserer Liste der herausragenden LKWs ist ein Feuerwehrwagen, der mehr mit Feuer spielt, als dass er es bekämpft.
Der Aftershock von Dernal Racing kam 2018 ins Guinness Buch der Rekorde, nachdem er bei der Power in the Pines Airshow auf der Joint Base in New Jersey aufgetreten war. Der Feuerwehrwagen kann Rauch und Feuer aus seinen modifizierten Motorblasen und bis zu 665 km/h schnell fahren. Er hat außerdem Fallschirme, die den Wagen davon abhalten, von der Straße abzukommen. Auch wenn es etwas komisch ist, ein Feuerwehrauto in Flammen zu sehen, ist der Wagen wirklich ganz schön faszinierend. Das waren die 12 herausragendsten, coolsten Trucks, die heute auf der Straße unterwegs sind. Danke fürs Zuschauen. Willst du noch mehr von uns sehen, dann vergiss nicht auf Gefällt mir zu klicken. Denk außerdem daran, unseren Kanal zu abonnieren und auf die kleine Glocke zu klicken, um Benachrichtigungen für unsere neuesten Videos zu erhalten.